So Leute, Servus. Was ich euch gleich einmal als erstes zeigen will, ist, beim Umbau kostet kein Geld, ist billig. Und zwar seht ihr hier diese kleine Madenschraube. Jetzt zeige ich es euch genauer, die hier. Auf derer Seite habe ich sie schon rausgedreht. Die liegt da unten jetzt drin. Da. Seht ihr das Loch? Was macht die Schraube? Die begrenzt uns gleich einmal den Stoßdämpferanschlag. Was wir hier sehen, ist gleich einmal viel mehr jetzt. Der Arm liegt direkt an. War jetzt eine Schraube zum Rausdrehen und fertig. Was ich als nächstes machen werde, ist jetzt mal die Dämpfer auf die unterste Stellung hier stellen, dass das Ganze ein bisschen höher kommt, ein bisschen mehr Druck hat und damit er ein bisschen anders federt. Das ist einmal das Erste, was ich mache. Und bin gleich wieder zurück. So, was ich euch hier mal zeigen will, gleich einmal. Da sieht ihr jetzt die Seite, wenn der Dämpfer ist jetzt draußen. Wenn das Ganze gelockert ist, links das Original. Seht ihr hier? Ich hoffe, man kann es gut sehen. Mit Dämpfer ist links. Und rechts ohne Dämpfer. Jetzt muss ich nur schauen, ob wir da längere Dämpfer brauchen oder nicht. Oder ob man das so ganz ohne die Dämpfer hinbekommen, nur mit der Originalen. Werden wir gleich schauen. Ich baue die Seite mal zusammen und dann zeige ich euch das. So, da. Ich habe jetzt mal vorne den Rahmenschutz runtergenommen. Ich hoffe, man kann das schön und deutlich sehen. Rechts habe ich jetzt den Dämpfer auf ganz hart gestellt, das heißt unterste Position und auf dem Achsschenkel die oberste Position. Ich würde jetzt mal sagen, man kann den Unterschied ganz klar erkennen rechts. Wie viel ich an Bodenfreiheit quasi dazu gewinne, also da drückt der Arm richtig nach unten und links original. Trotz alledem muss ich sagen, ich habe noch immer Federweg, mehr als genug. Ja, könnte man natürlich vielleicht längere Dämpfer einbauen, aber wie gesagt, wir haben ein Budget-Project. Also ein Budget-Build, das heißt, wir schauen, dass wir so wenig wie möglich ausgeben und Teile verwerten. So mal Schritt 1 zum Fahrwerk.